Hallo, willkommen bei Red Talks für eine Trailer Reaction. The Fast and the Furious 8. Der neue Trailer ist da und wir schauen das gemeinsam. Ja, was ich wollte nur sagen, das ist einfach schön. Wieder eine gute Teil. Wir haben schon ein bisschen schon geschaut auf die erste Trailer. Jetzt, das ist die zweite. Und das sehen wir jetzt das gemeinsam und ich möchte sagen, da ist einfach viel Action. Hoho. Und bleib sie dran. Wir gucken das zusammen. Meine Reaction ist sowieso, ich bin begeistert. Aber jetzt, wir schauen das wieder. Kleinen Moment. So, jetzt. All right, team, listen up. This crew is about family. But the game has changed now. Ja, das Spiel hat sich geändert. Dominic Toretto just went rogue. You're gonna turn your back on family? Das war immer wie die Familie, etwas zu tun einfach, oder? I know it looks bad. Don't give up on him so easy. You've only got one chance to make this family whole again. Wir wollen Don't wieder die Familie zusammenbringen. One thing I can guarantee, no one's ready for this. She's the very definition of high-tech terrorism. There's thousands of cars in the city, and now they're all mine. Now I know what it feels like to be every cop that I'm chasing us. Wait! London, Abu Dhabi, Cuba. Our paths have crossed before dawn. You just didn't know it. I think I need to remind you why you chose to be here. Er hat keine Wahl. If you're gonna catch Dom, you're gonna need a little help. You wanna tell me why you just put me in a room with this teen crumpets eating criminal? You know, I think that tight t-shirt's cutting up the circulation in your brain. You should get a bigger size. You guys, the Jason Statham is here, son. Love to. The Elfer. Super. Spielt die mir, die I've been waiting for this. We got a tank. Now it's my turn. Boom, baby! They just don't give up, do they? You thought this was gonna be a street fight. It's not a torpedo! Take the wheel! What? Wow. This is crazy! Alright, you get style points for that one. Woo! I don't know why you're doing this, but I know one okay, thing. You love me. Warum der war das, aber er liebt ihn. Fire! Hang on to your ass! Dumb! Hahaha. Okay. Sehr beeindruckt von diesem Trailer. Ehrlich gesagt, die Film ist wieder richtig klasse. Für mich gibt einen Daumen schön hoch, ja, sowieso. Und für alle Fans von The Fast and the Furious, so wie ich habe auch geschaut, die ganze Reihe. Und jetzt, ich bin einfach auch wieder fasziniert auf den achten Teil, der einfach auch sehr genial und auch mit wieder viel Action. Das liebt man einfach so gern von dieser Fast and the Furious. Und ja, wollten wir einfach auch kurz ein bisschen abspreche, weil viele haben auch gesagt, ah, der Paul Walker ist nicht mehr dabei und was wird es einfach ohne ihn und wer soll einfach der Nachfolger sein? Aber gehört, so wie ich hab's gehört, das soll der Bruder von Paul Walker mitmachen, aber dann haben sie auch gesehen, der ist auch nicht da. Da ist er auch nicht dabei zu sehen und dann, ja, für mich ist auch einfach kein Problem, Paul Walker
Leider, er ist nie mehr dabei, aber wir müssen das akzeptieren. Und die Teil geht einfach weiter. So ist das einfach. Könnte man einfach auch nicht so denken, wir machen einfach kurz alles am Ende, weil Paul Walker ist gestorben, haben wir auch nichts einfach als Ersatz. Ja gut, das ist, ich muss sagen, sehr, sehr tragisch, was passiert ist. Aber dafür trotzdem Respekt, dass diese Schauspieler, die haben einfach auch gesagt, wir machen trotzdem weiter. Wie weit es geht, wird man einfach auch sehen. Vielleicht ist das ein von die letzte Teil oder es kommt noch ein neuer Teil im 2019. Wissen wir einfach nicht. Wie wäre es einfach die Erfolge? Ich glaube, dass alle Fans, so wie ich, wegen alle das zu sehen einfach im Kino, oder? So ist meine Meinung. Okay, das war's mit dieser ersten Trailer-Reaction von langer Zeit von mir. War nichts gewesen, aber ja, ich bin da, ich mach's einfach für euch und ich freue mich auch drauf. Ist für mich eine Daumen hoch für sowieso diese Trailer und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit mir. Wir sehen uns wieder auf meinem Kanal für Let's Play, wenn sie sind Gamers oder für gerade Trailer Review oder was weiß ich. Okay, ich wünsche euch alles gut und ciao!